So, Qualifikation in Imola. Nachher gibt es noch Sprintrennen. Puh, ich muss mich an die Strecke immer noch ein bisschen gewöhnen. Das ist unser neues Auto. Ich finde es tatsächlich echt super schick. Also es ist ein sehr gutes Design. Elektronische Systemfehler, na klar. In einem Rennen funktioniert der Heckflügel nicht. Elektronische Probleme. Was kommt da Wir noch haben alles? gerade ein paar Probleme mit der Software. Ja, Bleib ein ja. paar Minuten im Wagen sitzen, während wir alles neu starten, okay? Anderen sind alle gerade auf der Strecke, neuen Autos. Dann können wir die gleich mal durchfahren lassen und gucken mal, was die für eine Zeit auf den Asphalt zaubern. Ricardo 18,9. Das ist die Richtung, wo wir auch hinkommen. Piastri. Hat schon wieder eine schöne Zeit hingelegt. Aber das bereitet mir schon wieder Sorgen hier. Ja, nutzt ja nichts. Müssen auch raus. Und ich hoffe, dass wir das auch diese Runde auch zusammenbringen. Ohne Schwierigkeiten. Das Setup und die Runde dazu seht ihr auch auf meinem Kanal, obwohl die Runde nicht so gut gelaufen ist. Die 1,19 habe ich auch geschafft von Ricardo. Die müssen wir auch hinbekommen. Das war ein bisschen zu zaghaft. Haben eigentlich die Power, auf der Strecke zu glänzen. Oh Mann! Oh, eieiei. Bester Mittelsektor, na, herzlichen Glückwunsch. Optimal war es immer noch nicht. Oh Mann, ey, ich habe Angst hier, dass mir das Auto jedes Mal wegbricht. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh. Hier Mercedes-Motoren in den ersten zwei Reihen. Hier habe ich vorhin ein Zehntel liegen gelassen, wie man sieht. Okay, damit bin ich oh lala zufrieden, würde ich sagen. Gut, das ist auch nicht viel von Ricardo entfernt. 18,6 mit dem Setup. Und damit kommen wir eine Runde weiter. Sind noch nach hinten gerutscht, beide Ferraris noch nach vorne gerückt. Alexander Albon. Heftig. Im Alpine? Das ist, nee. Nee. Keine Panik. Das geht ja schon noch zu unseren Gunsten aus.
So, Ricardo wieder auf der Strecke, verfolgt Fernando Alonso. Auch verbessert sich im Gegensatz zu vorhin. Aber 18,8 ist immer noch nicht das. Nochmal die alten Reifen. Ein bisschen einschießen, würde ich sagen. Piastri 25,3. Oh Mann. Ach, das hier geht eindeutig mehr. Liege ich mit der Zeit auch zurück. Da war ich ein bisschen viel zu zaghaft. Am Mittelsektor liegt uns. Hoffe ich jetzt einfach mal. Jetzt mal kommen wir hier auch durch. Boah. Ist holprig raus. Wird am liebsten noch eine fahren. Obwohl die reichen müsste. Heftig, was ich hier im letzten Sektor noch rausgeholt habe. Der niedrige 1,18, die geht auf jeden Fall. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Oh, sehr schön. Die war richtig gut, die Kurve. Bringt leider nicht auf den Zeiten doppelt ohne den gewünschten Effekt. Gut, egal. Wir könnten die Zeit direkt nochmal fahren mit den Reifen. Bin ein bisschen erstaunt, dass die Reifen so gut funktionieren. Mit der 18,4 bin ich tatsächlich auch nur ein Stück weit zufrieden. Dann noch gerne die Reifen. Nächsten wäre eine halbe Sekunde schneller, wenn wir die auch auf den Asphalt bringen könnten. Dann wäre das eine 17,9. Oh, im Rennen soll es leider regnen, das ist echt schade. Fahren alle jetzt nochmal raus, die wollen es alle nochmal wissen. Aber ich denke nicht, dass uns das so weit nach hinten spürt. Und selbst Ricciardo mit 18,501. Und das zeigt eigentlich, wie eng wir beieinander liegen. Und das passt. Beide Ferraris wieder an der Spitze. Ich komme da noch nicht so ganz drauf klar. Auch Charles Leclerc zeigt eindeutig sein Können. Ja, und jetzt müssen wir es auf den letzten Metern reißen. Und da ich ja gegen Russell fahre und er möglicherweise vor mir landen könnte, werde ich nicht wie sonst immer das auf der letzten Runde im letzten Drücker probieren, sondern wir hauen direkt einen raus. Ich will es wissen jetzt. Und wenn nicht, fahre ich nochmal. Habe jetzt nicht drauf geachtet, wie die Spriteinstellung ist. Ich hoffe nicht, dass ich immer noch die 12 Runden dabei habe. Auch der Computer hoppelt einmal ein bisschen drüber.
Sprintmäßig passt. So. Oh, da war ich ein bisschen am Rutschen, aber das müsste gepasst haben. Irgendwie nicht optimal. Straße 18,7. Die schaffen wir. Ich möchte das gar nicht optimal. Charles Leclerc auch mal 18,7. War eine Bestzeit im Mittelsektor. Hatten zumindest. Oh, Hamilton 18,2. Ja, nicht gut. Siebzehn sieben. Super, das war die schnellste Runde. Ja, und damit kann ich auch in die Box und ich habe das Gefühl, da geht noch ein Ticken mehr. Das ist unfassbar. Manchmal, ich hab das Gefühl, da geht einfach noch was. 7, 5, 6. Also langsam fängt es an, Spaß zu machen. Aber mit Ricardo, da stimmt was noch nicht. Aber ich probiere auch gar nicht mehr zu fahren. Das müsste die Pole sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Ding noch toppt. Verstappen schlechter als Perez. Wir sind alle bereit für Nein! Rennen, aber bevor es losgeht, und Ricardo, was legt er nochmal für eine Zeit hin? Und das ist doch das, was ich genau meine. Wir müssten gegenüber Mercedes und Ferrari eigentlich die Oberhand ist übertrieben, aber wir haben die Power. Carlos Sainz hat sich ziehen lassen. Das kann nur so sein. Aber wir haben George Russell geschlagen. Es ist eine wunderschöne erste und zweite Startreihe, würde ich sagen. Sergio Perez, super, super Job. Alonso, Norris. Ja, super. So, Sprintrennen. Stops und Benzinstrategie kann man heute vergessen. Bei diesen Sprintrennen heißt es Gas geben bis zum Ende. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole. Ärgert mich ein bisschen, ne? Der uns noch getoppt hat. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Ricardo, Russell, Sergio Perez und Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Verstappen und Charles Leclerc hat wirklich eine sehr schlechte Zeit hingelegt. Schumacher, Ocon, Alexander Mick Schumacher sensationell. Latifi, Stroll, Oscar Piastri, Pierre Gasly und Guanyu Zhou, Magnussen, Tsunoda, Schwarzmann und Daniel Ticktum. Ja, die beiden neuen ganz hinten. Ja. Ich weiß, dass dieser Grand Prix ein Heimrennen für dich ist. Aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Aber Software würde nicht funktionieren. Gut. Wir gucken mal. Jawohl. Ich habe mich gerade ablenken lassen, mein Handy hat vibriert. Sorry, das muss einfach nochmal sein. So. Schade, Ricciardo konnte nicht mitziehen. Hauptsache lässt sich jetzt nicht von Russell da abkochen.
So motortechnisch mit der Beschleunigung sind wir auf jeden Fall gut dabei. Vermute mal. Ich weiß nicht, wie die anderen Autos abgestimmt sind, aber vielleicht haben die noch mehr auf Regen abgestimmt als ich. Aber du kannst nicht mal mit Perez mitgehen. Das Gefühl. Ach. Wir können in dem Wochenende richtig dicke Punkte holen. Russell ist auch an Ricciardo dran, das wird... Wer sich verteidigen muss, kann er sich nicht nach vorne konzentrieren. Wenn wir nicht irgendwie davon fahren können, fällt mir den ganzen Haufen auf. Ich glaube, so einfach wie in den letzten Rennen wird es nicht. Mal los geht mit dem DRS, das wird... Oh. Ich sag mal so, Hauptsache heile ankommen. Ist das wieder eine ganz andere Nummer? Das Science. Motortechnisch sind wir definitiv überlegen. Die nächsten Upgrades kommen, glaube ich, vor Miami. Und die müssen uns auch nach vorne spülen. Sind ganz nach vorne. Jawohl, die jagen uns mal alle. Hamilton hat aktuell die schnellste Runde. Wir versuchen uns mal nur auf unseren One hier zu konzentrieren. Oh, das geht. Nicht optimal. Ein paar Infos auf Pfade für Lando. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. So, wir haben eine gute Zeit gefahren, denke ich. Die Gelbphase haben die anderen, glaube ich, ein bisschen gebremst. Auch viel Energie verballert, müssen wir wieder ein bisschen Energie sammeln. Aber wir müssen auch aufpassen, dass Sainz nicht ins DRS-Fenster fährt. Und Ricciardo noch einen Platz gut macht. Ich eigentlich sogar. Mit DRS kommt eins nicht wirklich ran. Unser Wagen ist wirklich sehr schnell.
möchte nicht wissen, welche Geschwindigkeit wir fahren können mit DRS. Offen. Dann sollten wir uns mal wieder auf unsere Aufgabe hier konzentrieren. Ja. Sprintrennen. Gut und schön, aber alle so hinterherfahren und nichts weiter passiert, ist auch okay, schade. Da schon wieder grün, wieder gelb. Oh oh, ich befürchte Alonso. Jawohl, er hat beide McLaren getroffen, heftig. Was ist denn da los? Kann nur mechanisches Versagen sein. Bitter, weil auch die hätten hier ein paar Punkte bekommen. Ricardo 6 Zehntel von. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden. Jetzt saugt er sich ein bisschen rein durch das DRS. Wird es wahrscheinlich auch immer ein bisschen nach hinten mit orientieren und dadurch geht er wahrscheinlich den Zug nach vorne. War gut die Mediums. Im Rennen wird es ja leider regnen. Prognostiziert. Achtung, Achtung! Oh, der war nicht gut. Der Ricardo ist auch nicht immer nah an Perez dran. Ich befürchte, das wird auch nichts. An der Geschwindigkeit kann es nicht liegen, da ein Power ohne Ende. Gefühl, dass die Reifen schon wieder so ein bisschen nachlassen. Und so ein bisschen ins Schwimmen geraten. In dieser Phase natürlich nicht so optimal. Es dauert immer, bis die sich wieder fangen. Irgendwann ist der Unterboden im Eimer. Reifen halten erstaunlich gut. Vielleicht sollte ich noch irgendwas einstellen, damit die Reifen besser beansprucht werden. Dann könnte ich noch eine bessere Zeit fahren. Zwischen Ricardo und Perez ist immer zu viel Abstand. Russell ist immer deutlich näher an Ricardo dran. Könnte also eher ein Manöver von Mercedes kommen. Von der Seite. Aber ich denke, wir könnten das ja gut kontrolliert nach Hause fahren, ohne Stress. Nicht so, dass wir da übermächtig sind und und sicher sein können, das Ding hier etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Locker nach Hause fahren, aber nicht schön. Hamilton müsste 6. sein, der Leclerc 7. und Verstappen 8. Ich glaube, bis da gibt es Punkte. 14 jetzt für Ricardo. So, Perez. Russell hatte nur 13 auf Ricardo. Aber hier kannst du nichts machen.
Uiuiui. Ich wollte mich auf meine konzentrieren. Guck mal oben links auf die Zeit, weil mich doch schon interessieren würde, ob das vielleicht irgendwann passt. Hallo? Eva bekommt da ein paar Pünktchen und wenn jetzt im Rennen was schief gehen sollte, dann werden hier schon mal ein paar mitgenommen. Oder wenn aber ein anderer irgendwo Bockmist macht oder so. Was im Rennen allerdings genauso verlaufen sollte, dass keiner irgendwo überholt, wäre das echt langweilig und schade. Na gut, es soll regnen, das sollte mehr als spannend werden. Okay. Sieht schlecht aus. Soweit muss ich da gar nicht runterbremsen, das ist unnötig. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, ich habe jetzt so einen ganz kleinen Rhythmus gefunden, den auch Sainz nicht mitgehen kann. Sainz liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,20,5. Eine halbe Sekunde haben wir da auch geholt. Und dieser erste Sektor. Oh, nein! Komm schon. Nee. So werfen wir den Wagen hier nicht weg. Oh Mann, ich wollte eine neue Bestzeit fahren. Schade. Gut. Ja, jetzt bin ich ein bisschen übervorsichtig, ist egal. Kann halt nicht total am Limit fahren, dann werfe ich das Auto jedes Mal weg. Ich kenne mich. Wieder zum Erdkontakt geschaltet. Unnötig. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Weil ich im ersten Sektor noch besser gefahren bin. Ein Zehntel langsamer, schneller gefahren als die Runde davor. Wirklich zu viel Sprit an Bord. Ach ne, Reifen nachgefunden. Das geht, ne? Ja, das falsch anfahren der Korb ist nicht so schön. Na gut, kann damit leben. Ich ärgere es ein bisschen, dass ich die eine Sofortwiederholung da drin habe. Die hätte ich mir fahren können, unnötig. Peanut Butter Chili Time. Danke für deine harte Arbeit da draußen. Das war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Alter, ist uns der Perez gerade hinten drauf geknallt? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. 5. Ich möchte mal ganz kurz die Wiederholung sehen. Mich interessiert, wie Daniel Ricciardo ist einfach sehr schlecht weggekommen.
hinter dem Ferrari. Russell war zeitweise sogar besser als Perez. Wer ist denn hier schon mal? Oh, da hat der Ferrari den Ricciardo gerührt. Und deshalb ist natürlich sehr ärgerlich. Sehr schade. Aber gut, so ist es. Dann schauen wir mal, wie das Rennen ausgeht. So, ich sag mal Peanut Butter Jelly Time, oder wie war das? Yes. Und drei Siege in Folge. Einfach unglaublich. Wieder ein Sieg für Arrows. Wahnsinn. Oh, Lando Norris wird Fahrer des Tages. Das war's hier beim großen Preis der Emilia-Romagna. Was für ein Sinn. Uiuiuiuiui, sag ich mal. Die Platzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. Sehe ich nicht so. Hätten nicht alle den Sieg verdient gehabt, weil ich bin wirklich, jetzt arrogant, aber herausragend gefahren. Das muss man einfach mal so sagen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Dynamo baut den Vorsprung in der Meisterschaft aus. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages? Wir müssen uns das Ergebnis des Rennens ansehen. Und da ist es so, Carlos Sainz hat, finde ich, einen sehr guten Job gemacht. Könnten die mal aufhören zu quatschen? Ehrlich. Und Ricardo, der hätte Vierter werden müssen. Konnte hier gut mithalten, aber ich bin damit echt nicht zufrieden. Mick Schumacher. Das. Ja. Bei den Fahrern, die ich so ins Auge fasse für die neue Saison, kriegt auch Mick diesmal einen Strich, weil ich denke, er hat einen guten 9. Platz eingefahren, 2 Punkte. Im Gesamtergebnis etwas für uns, 34 Punkte. Genau, die schnellste Runde haben wir ja auch. Carlos Sainz 22, George Russell 22 Punkte. In Ricardo 15. Damit bin ich ein bisschen. Darüber bin ich ein bisschen enttäuscht, sage ich mal. Hätte mehr kommen müssen. Sergio Perez ist ja ausgeschieden. Mick Schumacher. Und Albon holt auch wieder einen Punkt. Ist schon recht ordentlich. Und wir gucken mal. Rangliste rein. Wir setzen uns langsam von Lewis Hamilton ab. George Russell ist noch hinten dran. Und jetzt muss Ricardo langsam Gas geben. Max Verstappen, Charles Leclerc ist da noch. Sainz hat jetzt aufgeholt. Lando Norris, da mache ich mir eher weniger Sorgen. Konstrukteursmäßig, 2 Punkte vor Mercedes. Und das ist es. Also wir brauchen einen guten Teamkollegen, der auch richtig Punkte holt. Und wir zeigen, ich meine, wir gucken uns mal die Highlights an. Der Start vorneweg. Wie für uns, wie erwartet, gut. Und ich bin mit den Regenreifen sehr gut klargekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass, ja, dass die einfach sehr gut waren. Also, da ist Perez weit mit nach vorne geprescht, an Carlos Sainz vorbei. Da musste sich Ricardo schon verteidigen gegen Russell. Bilder, echt tolle Bilder. Runde 19. Ach, da waren wir in der Box. Sind auf Intermediates rausgegangen. Wir waren die Ersten. Ach nee, nicht die Ersten, aber ziemlich mit. Jo, da war Mick Schumacher noch vor uns. Er hat einen super Job gemacht, muss man einfach so sagen.
würde sogar sagen, für Williams sicherlich eine Bereicherung. Da war Schumacher noch auf Regenreifen, wie auf Intermediates und jetzt. Oh, da unten habe ich ihn raus. Nee. Runde 20. Jagd auf Charles Leclerc, der war noch auf Regenreifen. Genauso wie Lewis Hamilton, und ich habe damit nicht gerechnet, dass Hamilton nochmal nach dem Boxstopp vor Ricardo rauskommt, und das ist aber tatsächlich, was sehr schade war. Ja, da war ich ein bisschen an der Wand lang geschrammt. Ganz leicht. Die schnellste Runde gefahren und hier die Einfahrt zum Sieg. Es war sonst äußerst unspektakulär. Ja, und ich würde sagen, mit diesem Ergebnis und mit neuen Upgrades zu Miami sehen wir uns wieder.